Eine zentrale Kennzahl für die Bewertung der Corona-Lage in einem Land oder einer Region ist mittlerweile die sogenannte 7-Tages-Inzidenz. Ein Wert, der die positiven Tests im Verhältnis zur Bevölkerung zeigt. Doch in den meisten Bezirken Österreichs weist diese Zahl mehr Fälle aus, als es dort tatsächlich gibt. Berechnet wird auf 100.000 Einwohner. Ist ein Bezirk kleiner, so existieren bestimmte Fälle nur auf dem Papier. In keinem Bezirk in Österreich ist die sogenannte 7-Tages-Inzidenz derzeit so hoch wie hier. Der Tennengau ist deshalb jetzt auf Rot geschaltet worden. Die offizielle Corona-Seite des Bundes zeigt für den Salzburger Bezirk einen Wert von gut 455 Fällen. Diese Fälle gibt es aber zum großen Teil in Wirklichkeit gar nicht. Tatsächlich hat es im Tennengau in den letzten 7 Tagen nämlich nur 275 positive Tests gegeben. Der Rest der ausgewiesenen Fälle existiert nur in der Statistik. Der Grund dafür: Der Bezirk hat nur 60.000 Einwohner, der 7-Tages-Wert wird aber immer pro 100.000 Einwohner angegeben. Die Zahl der Corona-Fälle wird deshalb einfach hochgerechnet. Das ergibt für den Tennengau eben 455. Derselbe Effekt wirkt sich in allen Regionen aus, die weniger als 100.000 Einwohner haben. Und das sind österreichweit 70 der 94 Bezirke. Dass im kleinen Österreich Werte auf 100.000 Einwohner berechnet werden, erklärt das Gesundheitsministerium damit, dass der 7-Tages-Wert international vergleichbar sein soll. Welche kuriosen Auswirkungen sich aber durch diese Art der Berechnung ergeben, wird besonders deutlich, wenn man sie auf einzelne Gemeinden anwendet. Ein Beispiel: In Hüttschlag im Salzburger Pongau sind derzeit 7 der rund 900 Einwohner positiv auf Corona getestet. In der 7-Tages-Inzidenz ergibt das einen Horrorwert von 770 Fällen, von denen es 763 gar nicht gibt. Ich bin gestern teilweise angerufen worden, weil medial das so kommuniziert worden ist, dass Hüttschlag massiv betroffen ist. Aber wenn man sich die tatsächlichen Fälle anschaut, also momentan 7, dann ist das nicht sehr beunruhigend. Das Problem mit dem Hochrechnen auf einen bestimmten Vergleichswert zeigt sich übrigens auch international. In der Statistik der bisherigen Corona-Fälle pro Million Einwohner landen vor allem Kleinstaaten ganz vorne, darunter Katar, Andorra, Aruba oder der Vatikan. 26 Fälle hat es im 800-Seelen-Kirchenstaat seit März gegeben. Mathematisch hochgerechnet auf den Vergleichswert sind das über 32.000 Fälle pro Million Einwohner.